Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Destiny. Wir machen weiter mit der Story. Wir sind jetzt hier auf der Erde, denn da haben wir auch noch eine Story. Und zwar Dunkelheit lauert, die Belagerung des Kriegsgeistes. Ja, damit fangen wir direkt an, ohne Umschweife. Denn wir wollen ja weiterkommen. Ich will ja endlich auf Level 25 kommen, um dann die neue Kampagne, The Taken King oder halt König der Besessenen, ja, damit wir die spielen können. Auf geht's. Rasputin ist der letzte der Kriegsgeister. Sie waren die größten Verteidigungssysteme, die jemals entworfen wurden. Ein riesiges Netzwerk aus Satelliten und Massenvernichtungswaffen, gebaut, um die Menschheit zu beschützen. Krotas Armee versammelt sich in der Nähe eines versteckten Bunkers eines Kriegsgeistes. Wir können nicht zulassen, dass die Schar Rasputin zerstört. Oder schlimmer, ihn kontrolliert. Boah, natürlich können wir das nicht zulassen. So, ich hoffe jetzt, dass der, einfach mal an euch die Frage, ist der Spielsound... Unter der vergessenen Küste befindet sich ein Geheimgang zum Bunker des Kriegsgeistes. Halte die Schar davon ab, Rasputin zu erreichen. Okay, das machen wir. Also, ich habe den Sound jetzt nochmal angepasst, die Stimme mit dem Spielsound. Ich habe gesehen, die letzten Folgen mit Facecam, da war der Sound halt ein bisschen zu laut. Theoretisch sollte jetzt alles funktionieren. Ich habe es vorher natürlich auch getestet. Und ja, ansonsten schreibt es einfach in die Kommentare, wenn das irgendwie noch nicht passen sollte. Oder ihr sagt, ja, der Spielsound könnte doch noch ein Ticken leiser sein. Andererseits finde ich natürlich, sollte der nicht zu leise sein, denn er ist ja wichtig. Ah, wir müssen hier lang. Okay. Rasputin schweigt immer noch, aber er kämpft für unseren Schutz. Wir können nicht zulassen, dass Krotas Armee einen Weg findet, die Verteidigung des Kriegsgeistes zu umgehen. Oder Krotas Gesandte werden die Erde überrennen. Aha, okay. Ich weiß gar nicht, ob ihr es wusstet. Ich zeige es euch das mal. Ich glaube, ich habe diese Truhe da oben schon bekommen. Weil da oben hier ist eine Höhle. Und da gibt es eine goldene Truhe für die, die die noch nicht bekommen haben. Einfach nur so als nochmal so als kleiner Tipp. Die steht normalerweise hier. Ja. Ich habe sie aber selber schon. Deswegen sehe ich die jetzt auch nicht mehr. Okay, weiter geht's. Und wenn ihr die Art von Videos gut findet, wenn ihr zum Beispiel Destiny toll findet, mehr davon sehen wollt, dann würde ich mich über eine positive Bewertung freuen, denn das hilft mir weiter, denn so kann ich auch nur richtig sehen, ja, ob es euch gefällt oder nicht. So, die wollen direkt schon Ärger haben. Das hier ist natürlich nur Kleinkram, das hier ist Stufe 4. Guck mal da oben, guck mal da oben, ein kleiner Vandale, ne? Aber wir müssen ja hier lang. Ja, die machen uns gar nichts mehr. Oh, wir haben mehr als einen Schuss, brauchen wir, oder was? Aha. Oh, wo ist er? Ah, hier. Was macht ihr denn hier, ihr Schwebetassen? Oh, hier ist ein kleiner Captain. Aber das dürfte alles kein Thema sein. Wo müssen wir denn hin? Müssen wir überhaupt hier lang oder müssen wir noch weiter? Ich glaube, wir kümmern uns gar nicht um diesen Kleinkram. Ich glaube, wir müssen nämlich hier hinter. Genau, wir müssen hier noch weiter. Also halten wir uns gar nicht lange auf. Jetzt hier rein. Das kann sein. So, hier können wir absteigen. Also die Mission ist eigentlich hier steht für Level 12. Ich bin mal gespannt, wie die Gegner jetzt gleich noch werden. Hier diese Level 4 Gegner, die sind ja jetzt keine wirkliche Herausforderung für uns. Auch selbst der Captain hier. Ups. Man muss natürlich auch treffen. Denn auch ohne Treffen sind die Gegner schwer. Guck mal hier. Na komm.
Müssen wir hier rein? Das kann sein, ne? Dass wir hier ins Schiff müssen. Sieht so aus. Wow. Ist ja immer richtig schön hier unten. Und die ganze Musik, die macht das hier richtig atmosphärisch, finde ich. Diese Musik. Rasputin ist in Schwierigkeiten. Wow. Ich habe noch nie erlebt, dass er Gäste hereingebeten hat. Finde den Kontrollraum. Na, okay. Ah, jetzt komme ich hier rein. Ich kam hier gerade nicht rein. So, den Kontrollraum müssen wir finden. Das ist so ruhig hier, das ist doch nicht normal, oder? Das bleibt doch nicht immer so. Hallo? Der Hausmeister ist da. Wiedereinstieg eingeschränkt heißt immer, es wird blöd. Die Schar. Sie haben einen Weg hineingefunden. Sie dürfen Rasputin nicht erreichen. Ja, sie dürfen mich nicht erreichen. Aber sie kommen hier nicht hoch. Wow. Na komm schon. Mann. Hier so ein Ritter, der kann uns doch nichts anhaben. Och Mann. Wieso lasse ich mich denn jetzt von diesen kleinen Viechern hier ärgern? Das gibt's doch gar nicht. Normalerweise tue ich das doch auch nicht. Oh, was macht er denn hier vor mir? Mann. Der mit seinem blöden Schutzschild. Okay, das kriegen wir doch alles. Oh, da hat sich wieder einer versteckt. Komm, raus. Ha, friss Staub. Oh, warte mal, wen? Guck mal hier, Ritter. Wir nehmen mal die dicke Wumme. Da ist noch einer. Der hat voll Angst. Guckt euch das mal an. Oah. Na, super. Immer diese... Oah. Okay, wir müssen hier weiter. Es bringt nichts. Es kommen hier immer mehr von diesen kleinen Dingern. Wir müssen einfach da rein. Jetzt hört doch mal auf. Hallo. Also ihr wisst schon, dass ich so eine Superwaffe habe und die auch einsetzen werde, wenn ihr mich nicht in Ruhe lasst. Da kommen ja immer mehr von denen. Das heißt, ich glaube, wir müssen uns wirklich vorarbeiten, damit die aufhören, hier zu kommen. So, da oben ist jetzt ein Ritter noch, oder? Naja, der hat keine Chance gegen unsere tolle Waffe. Siehst du? Ah, wir haben ihn nicht getroffen. Jetzt aber. Okay, tauschen wir wieder, weil die Munition müssen wir uns sparen von der anderen Waffe. Wow.
Schwarzer Wachsgötze. Achso, da könnte ich mal. Ich guck mal da rein. Und zwar, es gibt ja immer hier so tolle Sachen, die man anwenden kann, die ich nie benutze. Lichtfunk. Achso, das ist. Das benutzen wir nicht. Das können wir benutzen. Und das benutzen wir auch mal. Mal sehen, was das hier so bringt. Okay, wir müssen, glaube ich, hier lang. Hallo? Oh, oh, ja, war klar. War klar, dass die Tür zugeht. Wenn die Tür zugeht in so einem Raum, dann... Oh, das heißt nicht gut. Das heißt überhaupt nichts Gutes. Das heißt, es wird böse. Hallo? Finde die Steuerung. Vergewissere dich, dass Rasputin nicht von der Schar zerstört wurde. Okay. Da hinten ist die Steuerung. Da hinten ist sie. Ich habe sie gesehen. Das sind die ganzen Planeten. Erde, Venus, Mars. Da stimmt etwas nicht. Ja. Ich wusste es doch. Warum gehen wir denn überhaupt hier hin? Oh oh. War ja klar. Ja, 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 mach ich jetzt. Hör auf, hör auf, hör auf, hör auf, hör auf, hör auf, hör auf. Ich mag euch nicht, ich mag euch nicht. Ihr seid echt Psycho. Boah, und dann noch diese kranke Musik dabei. Oh. Jetzt hört doch auf. Ach so, da kommen, da sind ja noch mehr von denen. Au, wow, wow. Okay, wir kümmern uns um den kleinen Kram. Oder... Oh, Mann, oh, Mann. Oh, ich hasse ja die da. Ich hasse die ja, die da so... Oh, oh, oh. Okay, okay. Wir sollten mal hier super anmachen. So. Boah, diese krasse Musik. Ach, die ruft die ganzen. Die ruft die. Da hinten, da kommen wieder neue. Oh Mann, es kommen von überall welche. Oh, oh, oh. Die Teile mag ich ja gar nicht, ne? Die hier so schön explodieren. Oh. Da ist noch einer. Ach, diese blöden Ritter. Echt, ihr stört hier. Wisst ihr das? Och Mann. Och Mann. Okay. Freunde der Nacht. Na, war ja klar, dass wir hier keine Munition mehr haben. So, machen wir hier so einen kurzen Prozess. Musik, echt. Die lässt einen das hier nicht leichter machen. Wow. So, du blödes Vieh. Nein, 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 nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben. Boah, Glück gehabt. Wir sammeln mal hier so ein bisschen Munition ein und Sachen.
Super. Kann man hier irgendwie die Flecken wegmachen oder so? Ne, der eine ist hier noch, ne? Ja. Ja, komm, dann nehmen wir jetzt die Super. So. Tja, die versteckt sich da hinten noch. Natürlich ruft sie noch mehr. Oh, wer ist das denn? Wow. Wow. Natürlich haben wir keine Munition mehr. Warum auch? Wofür? So, ich muss mich mal hier ein bisschen... Oh Mann. Ja, war ja klar. Ist ja nicht so, dass das hier alles genug ist. Nein, es muss ja auch noch... Oh nein. Wow. Ich wusste es, das endet nicht gut. Fängt das jetzt wieder komplett von vorne an, der ganze... Boah, ja, natürlich fängt der Schwachsinn von vorne an. Na, komm schon, komm. Boah, die Teile hier, die sind echt... Die sind richtig nervig, ne? Obwohl der Ritter eben, der tut auch richtig weh. Wow. Boah, hoffentlich schaffe ich das überhaupt alleine hier alles. Das ist für alleine fast zu viel. Boah, vor allen Dingen kommen die von allen Seiten, ne? Die Spinner. Mann, Mann, Mann. Ja, versteckt euch hinter euren blöden Schutzschilden. Habt ihr sonst nichts zu tun, oder was? So, wir müssen uns hier mal Munition holen. Das bringt nichts. Oh, was ist das hier? Kann man hier runter? Hey! Okay. Das könnte ein gutes Versteck sein hier. Uah! Oder auch nicht. Obwohl, vielleicht doch. Darf man hier nicht rein? Doch. Okay, wir warten mal hier. Wir warten. Oh Mann. Ich glaube, es ist doch nicht so gut, hier drin zu warten. Weil die jetzt von beiden Seiten kommen können. Und wir das überhaupt nicht mehr überblicken. Das war... Okay. Okay, das war überhaupt nicht gut. Die Dunkelheit hat dich erwischt, lieber No-Dash Pro. Nein, das war nicht gut. Wir werden versuchen... Wow. Oder machen wir... Wir probieren es einfach noch einmal. Noch einmal probieren, weil ansonsten machen wir das in der nächsten Folge natürlich weiter. Was?
Okay. Das ist echt eine blöde Gegend hier, ne? Auch. Also man hat hier auch keine richtige Möglichkeit, sich irgendwo zu positionieren. Um zu schauen, dass... Ja, dass man hier halt eine Position hat. Wo man ein bisschen Überblick hat, aber die kommen ja von allen Seiten. Okay. Warum versteckt ihr euch dahinter? Jetzt kommen sie natürlich. Wenn man nicht damit rechnet. Okay, den Ritter. Ah, versteck dich nicht hinter deinem Schutzschild. Das bringt dir nichts, das verzögert nur deinen Tod. Okay, natürlich ruft sie jetzt wieder neue Freunde, ne? Wir gehen einfach mal hier in die Ecke. Ich will mal gucken, was uns hier erwartet. Oh, das hier könnte vielleicht eine Ecke sein, die wir gut oder besser überwachen können. Vielleicht, sage ich ja nur. Aber ich probier's. Oh nein, nachladen. Diese dämlichen Hexenviecher. Och, jetzt flieg doch nicht weg. Weißt du, jetzt... Oh nein. In diesem blöden Feuer brennt man auch noch. Wie Hulle. Einer von Krotas Erweckerin hat einen Überrest beschworen. Ja, schön. Mir doch egal, was sie da beschwören oder machen. Ich will einfach nur Ruhe haben. Oh nein, daneben. Okay, da hinten ist die Hexe. So. Versteckt sich da hinten. Ne, da ist sie. Wo ist sie jetzt hin? Mann, 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 Mann. Ich habe keine Munition mehr. Ihr seid doch. Ja, jetzt fliegt doch nicht so hin und her. Als wenn das nicht noch schon schwer genug wäre, dich zu töten. So. Ich sollte... Ich muss Munition holen. Verdammt. Das Riesenbaby ist wieder da. Und es ist echt sauer.
Komm schon, stirb! Boah, ich bin... Mein Puls ist... Wo ist er hin? Da war doch ein Ritter. Gut gemacht, Hüter. Rasputin ist sicher. Aber Krotas Armee ist stärker als ich dachte. Boah, haben wir es geschafft? Wir können nicht ruhen. Es ist an der Zeit, sie aufzuhalten, bevor sie Krotas Seele erwecken. Okay. So, wir sammeln mal hier alles ein. Mission ist beendet, alles klar. Wir gucken mal, ob... Aber ich glaube, hier gibt es nichts, oder? Wir waren ja da unten drin, waren wir auch schon. Da oben ist der Kontrollraum, wo die war. Alles klar, wir haben es geschafft. Perfekt. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge Destiny. Und wenn es euch gefallen hat, über einen Daumen hoch würde ich mich freuen. Bis zum nächsten Part.